Testsequenz wird initiiert. Phase 1 startet. Subjekt im Testfeld, Data. Ha? Oh Gott, was ist gerade passiert? Warte, was ist das für eine Stimme? Was soll das überhaupt heißen? Testfeld wird initiiert. Ich meine, hä? Wo bin ich hier? Sei gegrüßt, Erdling. Dies ist die simulierte Lebensumgebung Delta. Delta, okay. Dein aktueller Bereich beträgt 5x5 Blöcke. Folge den Befehlen und versuche zu überleben. Also, okay. Leute, ich bin nicht ganz sicher, in was wir hier reingeraten sind. Irgendeine Testwelt, Delta, simulierte Lebensumgebung, frag mich was. Hier ist eine super gruselige Roboterstimme, ich bin ganz alleine und hier ist eine kleine Startkiste. Sollen wir mal reingucken, was drin ist? Okay, wir haben ein paar Äpfel, das heißt, wir sterben vielleicht nicht direkt. Wir haben eine Schaufel. Okay, das heißt, wir haben erstmal relativ klares Anfangszeug. Wir haben Gott sei Dank ein paar Fackeln, weil sonst wüsste ich nicht, was wir hier machen sollen. Wir haben eine Kuh, das heißt, wir können vielleicht leben. Oh Gott. Okay. Also Leute, Ruhe wahren und wir versuchen mal das Beste aus der Situation zu machen. Ich bin in diese Welt irgendwie reingeraten. Ich weiß nicht, was passiert ist, wie die mich gekriegt haben, was das für Leute sind. Die Stimme hat jetzt auch aufgehört zu reden, das heißt, okay, wünsche mir Glück. Wir müssen irgendwie überleben. Das heißt, ich brauche erstmal mehr Saplings. Gott, was ist das denn überhaupt? Da komme ich her, oder? Ich erinnere mich dran, dass ich irgendwie hier runtergefallen bin. Oh Gott, das wirkt alles wie irgendein schlimmer Traum. Was für, keine Ahnung, Prüfung meinst du? Beziehungsweise, was für Befehle soll ich befolgen? Für genaue Messungen, verhalte dich bitte natürlich. Solltest du dieses Experiment gefährden, droht Eliminierung von Delta. Kann ich hier die Wände vielleicht hochklettern? Nee, das ist total rutschig. Das ist irgendeine Art von, das sieht nicht aus wie Glas. Es ist auch, glaube ich, gar kein Glas. Das ist aber irgendeine Border, mit der ich hier drinne festgehalten werde. Und ich komme nicht raus. Es sieht aus wie in irgendeinem simulierten Computerprogramm. Das hat sie ja auch gesagt. Ich meine, bin ich überhaupt in der richtigen Welt, Leute? Ich meine, ich habe das Gefühl, ich spüre meinen Körper, aber stimmt das überhaupt? Bin ich hier wirklich? Oh Gott, meine Spitzhacke. Nicht meine Spitzhacke, meine Axt ist auch nicht mehr. Die macht auch nicht mehr lange mit. Das heißt, wir versuchen jetzt mal so schnell wie möglich irgendwie zu Holz zu kommen. Und das ist ja wirklich unsere einzige Chance, hier zu überleben. Ich brauche ein Bett. Warte mal, ich brauche ein Bett? Ich habe kein Bett? Wie soll ich denn hier schlafen? Ich habe doch gar... Oh nein, das hat irgendwie niemand mitgedacht. Wir haben es nacht... Ich meine, Gott sei Dank sind hier keine feindlichen Sachen, aber wir haben es mitten in der Nacht. Ich bin hier irgendwie reingeraten und ich kann nicht mal schlafen und dann aufwachen und hoffen, alles war nur ein böser Traum. Leute, was machen wir hier? Was tun wir hier? Okay. Die Welt wird um einen Block erweitert. Heißt das jetzt, ich habe jetzt eine... Oh, warte. Ich kann hier raus. Ich kann hier raus, aber die Border verschiebt sich nicht. Ha? Das ist ja komisch. Warte mal. Bin ich irgendwie hier rausgeglitscht? Nee, aber ich komme hier nicht weiter. Hier kann ich einfach echt nicht weiterlaufen. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass jetzt der Morgen anbricht, dass ich jetzt hier eins weiter kann. Aber das ist ja blöd, dass ich hier irgendwie noch drinnen gefangen bin, oder? Das ist ja doof. Das verstehe ich nicht. Naja, okay, also wir haben wenigstens Tagesanbruch und so, wir machen uns jetzt erstmal ein paar Basismaterialien, okay? Ich meine, warte mal. Ach so, stimmt, da war ja was. Wir brauchen ganz normale Planken. So, dann können wir nämlich wenigstens mal ein Crafting Table bauen. Wir müssen ja irgendwie mit dem hier überleben, was wir haben. So, wir haben eine Kiste, wir haben den Tisch hier, wir können uns wenigstens nochmal eine Axt machen. Und ich habe so das ungute Gefühl, dass mein Freund der Kuh hier kein glückliches Leben bevorsteht, sondern dass die eventuell geopfert werden muss. Das wäre ja doof. Ich baue hier mal einen neuen Baum an.
Damit wir wenigstens ein bisschen was haben. Aber okay, guck mal, die kann ja raus. Aber weiter als hier können wir nicht. Warum können wir hier nicht weiter? Och Mann, das ist ja voll blöd. Leute, was machen wir denn jetzt? Wo sind wir hier gelandet? Was ist denn hier passiert? Okay, also, Ruhe bewahren. Brauchen ein Bett. Ich kann hier doch nichts machen. Was kann ich denn hier? Okay, also, vielleicht können wir runtergraben. Vielleicht können wir uns da irgendwie rausgraben. Leute, vielleicht. Okay, probieren wir es mal. Wir müssen ja ansonsten uns auch irgendwie ernähren. Das heißt, es schadet wahrscheinlich nicht. Hier, die Fackeln nehme ich mal mit. Es schadet ja wahrscheinlich nicht, mal so ein kleines Anbaugebiet hier anzulegen, richtig? Mit der hier. Aber wir haben halt auch kein Wasser. Das bringt halt auch gar nichts, merke ich gerade. Wo soll ich denn das Wasser herkriegen? Ich habe ja nicht mal was zum Anbauen. Saublöde Idee. Wir bauen uns weiter runter. Wir versuchen jetzt hier irgendwie zu entkommen. Das kann nicht sein. Das kann ja auch nicht sein. So, hier unten ist Stein. Vielleicht können wir in der Höhle weiter. Ich bin gespannt. Okay, nee, die Border scheinen sich einfach weiter runterzuziehen. Das ist jetzt irgendwie echt beunruhigend. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Okay, runter geht's. Runter geht's. Steine haben wir. Steine sind schon mal ein Vorteil, weil dann können wir uns wenigstens irgendwas bauen. Vielleicht ist hier ja was. Ich meine, das Ganze wird... Oh, hier kann ich gar nicht weiterbauen. Oh Mann. Ich will ja irgendwie trotzdem noch eine ordentliche Treppe, damit ich hier wenigstens, ne, normale Wege laufen kann. Ich glaube, da will ich lieber erstmal nicht weiterbauen. Was wichtiger ist, ist, dass wir uns jetzt erstmal eine ordentliche Spitzhacke zulegen. So, ich mache die Holzsachen und benutze ich natürlich noch, weil das wäre ja sonst verschwenderisch. Und eine ordentliche Axt. So. Und dann können wir nämlich einfach mal gucken, dass wir vielleicht uns hier... Komme ich hier weiter? Nee, ne? Nee. Dass ich uns vielleicht hier nach links weiterbaue. Das ist doch meine Idee. Oh, jetzt mache ich das mit der Axt. Das ist schon ganz blöd. Hier jetzt weiter. Hier kann ich ja auch erstmal noch ein bisschen in die Richtung gehen, oder? Das ist ja nicht verboten. Das ist ja... Das ist super irreführend. Bewegt sich diese Schranke auch nochmal weiter? Oder wo bin ich hier gelandet? Oder kann ich hier weiter nach unten bauen? Oh, ich bin ja voll clever. Mann, Mann, Mann. Die Leute, die dieses Experiment machen, gucken bestimmt zu und denken sich auch, was für ein Glück haben wir hier genommen. Nicht, dass ich es gut finde, dass ich hier gelandet bin. Aber ich glaube, ich sehe mich schon als kleinen Überlebenskünstler. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wir kommen hier zurecht. Leute, der erste Schock ist vorbei. Wir müssen ja irgendwie das Beste draus machen. Ich meine, wir können uns jetzt auch nicht beschweren und sagen, oh ja, wir sind hier gefangen. Wir werden für immer hier bleiben. Irgendwie müssen wir rauskommen. Und wenn wir nicht rauskommen, sollten wir wenigstens das Beste draus machen, denkt ihr nicht? Oh, schaut mal, Kohle. Das heißt vielleicht, oh genau, dann bauen wir uns erstmal einen Ofen. Einen schönen Ofen, der uns warm hält, mit ein bisschen Kohle drin. Und zack. Oh, noch mehr, juhu. So ein Glück. Glück im Unglück, sagt man immer, ha? Zack. So, bin wieder oben. Ich meine, ich habe immerhin eine schöne Aussicht. Ja, der Himmel ist blau. Da hinten sieht man irgendwo einen Baum. Und es könnte schlimmer sein. Langsam gewöhne ich mich an meine neue Situation. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut oder so schlecht ist. Aber es ist im Moment das Beste, was wir machen können. Denke ich mal. So, zack. Und dann bauen wir hier unseren kleinen Ofen hin. Oh, wartet mal. Wir können den Ofen vielleicht außerhalb schon bauen. Ah, das wäre doof. Wir machen den Ofen nach hier. So, ab geht's. Kohle unten rein. Und, ich weiß nicht genau. Ich baue mal die... Nee, die Fackeln sollten hier stehen bleiben, damit wir wenigstens ein bisschen Beleuchtung haben. Aber ich stelle die alle dreimal nach da, damit wir einfach so, ne, ein bisschen wissen, wo wir hingehören. Oh, Entschuldigung, Mr. Kuh. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Kohle. Das heißt, weg damit. Das macht jetzt so ein bisschen meine Ordnung und Symmetrie kaputt. Aber ganz ehrlich, in Überlebenssituationen muss man da halt manchmal mit ne umgehen, ne? Da kann man halt sonst auch nichts machen. Das heißt, wir nehmen uns jetzt die Kohle und... Können wir hier... Nee, hier können wir natürlich nicht weiterbauen. Das geht natürlich nicht. Oh, das war es jetzt auch schon so ziemlich wieder, ne? Ich habe irgendwie am Anfang noch motiviert gehofft, wir machen Fortschritte. Aber was bringt mir das? Oh, langsam krummelt mein Magen aber auch. Da esse ich mal einen Apfel. Mr. Kuh, keine Sorge, ich bin Vegetarier. Ich töte dich nicht. Ich will dich auch nicht essen. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen eklig.
Ich wünschte, die Welt würde weitergehen. Ich wünschte, ich könnte mir hier ein bisschen mehr angucken, aber kann ich nicht. Kann ich nicht. Das ist voll blöd. Ich brauche Wolle. Wo kriege ich Wolle her? Wie kann ich denn hier irgendwie weitermachen? Das verstehe ich gar nicht. Das ist ja blöd. Kommt von der Stimme noch weitere Anweisungen? Auch nicht. Dann bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen ahnungslos. Oh ja, weiter die Kohle in den Ofen wollte ich machen. Und dann baue ich mir hier noch mein restliches Werkzeug, damit ich einmal ein volles Setup von allem. Das wäre ja sonst Quatsch. Dann hätten wir ja das eine und das andere nicht. Das wäre ja irgendwie blöd. Hier noch eine schöne Schaufel. Und ich glaube, ich werde auch noch eine Truhe brauchen, so wie es aussieht. Das heißt, die kann ich mir schon mal bauen. Und zack, oh, langsam haben wir kein Holz mehr. Dann bauen wir, ich glaube, wisst ihr was? Ich brauche noch nicht so ein Ding, weil das habe ich ja noch. So, guck mal, du schubst mich schon wieder, Mr. Kuh. Mr. Kuh, sag mal, willst du mich wieder hier runterschubsen? Ja, das geschieht dir recht. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich baue jetzt eine Tür. Ich baue jetzt da eine Tür hin, damit mir das nicht nochmal... Oh, ich habe nicht geholfen. Ich habe gar nicht genug Holz für eine Tür, fällt mir gerade auf. Oh, kann ich vielleicht... Nee, daraus kann man ja keine Tür bauen, so ein Quatsch. Ich weiß gar nicht, wo ich schon dran denke. Wir brauchen dringend Eisen, dann können wir uns eine Eisentür bauen. Dann müssen wir auch ein kleines... Brauchen wir überhaupt ein Haus? Ich meine, ist nicht die Welt hier unser Haus? Ist das jetzt sehr philosophisch dafür, dass es eigentlich nicht philosophisch sein sollte? Lass uns mal nachdenken. Vielleicht finden wir hier ja irgendwo Eisen. Vielleicht haben wir ja Glück. Wir haben ja auch schon Kohle gefunden. Wir würden uns denn aufhalten, dass wir auch noch Eisen finden. Was sagt ihr, Leute? Sollen wir uns hier ein kleines Häuschen bauen? Ich glaube, wir sind hier eine Weile. Das heißt, wir können es wenigstens gemütlich haben. Dann können wir hier den blöden... Ach, ich mach mal den blöden Haufen weg, während ich hier mit rede. Aber den blöden Haufen, den brauchen wir ja nicht. Und dann können wir es uns ein bisschen gemütlich machen. Haben wenigstens ein kleines Häuschen. Und ja, ich weiß nicht. Es macht ja sonst auch keinen Sinn. Und vielleicht, falls sich die Welt ja nochmal vergrößert, weil es wirkte fast so, oder? Weil die jetzt ja ein Stückchen gewachsen ist, dass die einfach noch eins größer wird. Könnte ja sein. Wäre jetzt ja nicht so viel erwartet. So, zack. Hier ist nochmal Stein. Den muss ich nochmal mit der Spitzhacke erledigen. Zack. Und zack. Oh, da ist sie schon kaputt. Das ging ja schnell. Zum Glück habe ich meine Steinspitzhacke. Und zack. Und dann sehen wir auch immer, wo wir sind, wenn wir das einfach hier ausbuddeln. So, was seid ihr, Leute? Soll ich mir ein kleines Haus bauen? Denkt ihr, wir sind hier noch eine Weile? Was denkt ihr, wie wir hier hingekommen sind? Und was würdet ihr an meiner Stelle machen? Naja, das war die erste Folge von Minecraft Delta. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr euch auf weitere Folgen freut, dann schreibt mir einen Kommentar. Und falls ihr noch neu hier seid, abonniert meinen Kanal. Es kostet nichts und es freut mich sehr. Wir schaffen hoffentlich bald 100.000 Abonnenten. Das wäre mega cool. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.